Ich habe 1989 eigentlich zunächst gelitten unter der Sprachlosigkeit, dem Weglaufen, dem ja, Zerfall des Landes DDR. Im Prinzip war immer ein Szenario, irgendwann musst du in den Westen. Die Frage ist, wann. Viele wussten zwar nicht, wo es lang geht und wo es hingeht, aber dass es irgendwie zu Ende geht, das Gefühl hatte, glaube ich, oder das Gefühl hatten viele. Aber wir haben auch selber gedacht, es geht doch nicht so weiter. Und es hat nie geklappt und deswegen hat 1989 im Sommer, also bis der Flüchtlingsstrom anfing, bis dahin hat es keiner geglaubt. Und dann wurden die Menschen hellhörig. Du darfst nicht auffallen, werd erst mal was, dann kannst du was sagen. Da habe ich dann meiner Mutter geantwortet: Weißt du, wenn ich was geworden bin, dann sage ich nichts mehr. Es ging nicht so sehr um ein neues Auto oder was auch immer man wollte, aber dass man nicht mehr eingesperrt war in einen Käfig und dass die Leute erschossen wurden an der Grenze, das hat einen schon sehr wirklich bedenklich gestimmt. War eigentlich lange Zeit der Meinung, dass man in der DDR was ändern kann. Oder nicht kann, sondern sollte. Dass es wenigstens versuchen sollte, nicht immer wegrennen. Weil wegrennen bringt ja nichts. Nur für einen selber was. Ich gebe es zu, es gibt viele, die sagen heute, sie hatten damals keine Angst. Den möchte ich mal sehen, der damals keine Angst hatte. Und meine Eltern haben sich auch entschieden, dass sie hier bleiben und hier was verändern wollen. Und das fand ich stark damals. Das ist schon ein bewegter Moment gewesen. Also man konnte sich das erstmal gar nicht vorstellen, was wie wir können jetzt reisen und uns das jetzt angucken. Wir sind jetzt frei. Aha. Ja, was macht man denn jetzt? Ich erinnere mich auch nur an die häufigste Vokabel, die genannt wurde. Und das war natürlich die Vokabel Wahnsinn, nicht? Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe mich darauf gefreut auf eine neue Zeit und habe dann so gedacht, Gott sei Dank, du bist noch jung. Und jetzt kannst du die Welt sehen. Das war ein fürchterliches Weihnachtsfest, denn mir war klar, jetzt wirst du arbeitslos. Aber wie weiter? Also wie ganz, ganz, ganz viele hatte ich keine Lust darauf, dass jetzt hier plötzlich alles Westen ist und dass wir also einfach nur angeschlossen werden. Und zwar, wenn es wieder schief geht, dann bist du selber dran schuld. Das war mein Grundtenor bei der Sache, vor allen Dingen in den ersten Jahren. Ich mache mit, damit es nicht wieder schief geht. Wo alle Leute gedacht haben, sie müssten noch den letzten Rest DDR aufkaufen und in Geschäften rumgerast sind mit dem letzten Ostgeld und was weiß ich, weil man nicht wusste, was kommt. Das habe ich vermieden. Also das ist an mir vorbeigegangen. Ich saß den halben Tag im Keller und habe Geld gezählt und Geldpäckchen fertig gemacht. Das war Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viel. Ich weiß nicht mehr, wie hoch die Summe war, die wir an dem Tag ausgezahlt haben. Es war jedenfalls unwahrscheinlich. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht alles ausgegeben, weil man wollte ganz viel kaufen, man konnte ganz viel und ich konnte mich auch gar nicht entscheiden. Also das war echt schwierig. Ich glaube, ich habe sogar Geld wieder mitgebracht. Auf einmal war alles das da, was man sich so erträumt hat, lag da. Und man hatte ja, im Osten war man ja gewöhnt, zu nehmen, was da ist. Und da war es genau umgedreht. Da war alles da und man musste was auswählen. Bis dahin war dieser Prozess einer, der von der Unsicherheit geprägt war, will man uns überhaupt oder will man Konkurrenten ausschaffen? Also das war gängiger Tenor damals noch in der Belegschaft. Also letztlich ist es ja so, dass die Torte nicht größer wird, nur die Stücken werden kleiner. Aber immer nur schimpfen über andere, das sieht Westen wie Osten, dass das nicht unbedingt produktiv ist. Also das würde ich vielleicht schon sagen. Wir sind heute so, wie wir sind, weil wir auch in der DDR gelebt haben. Es gab diese geburtenschwachen Jahrgänge. Also meine Kinder waren ja Ausnahmekinder zu der Zeit. Wer hat in 90er Jahren Kinder gekriegt? Es war eine sehr intensive Zeit. Allerdings auch natürlich auch eine, wie soll ich sagen, auch ein bisschen enttäuschende Zeit. Ich glaube, für alle hat sich das Leben in irgendeiner Form verbessert. Jena Ende der 80er Jahre. Also, das war eine Stadt, die auf der einen Seite irgendwie in Aufruhr war. Das hat man gemerkt. Und auf der anderen Seite
eine Stadt, man würde sagen, auf die sich so Mehltau gelegt hatte. Also es gab so eine Art Lethargie auf der einen Seite und auf der anderen Seite Aufbruchstimmung. Und dazwischen pendelte es. Wenn man das Glück hatte, an der Aufbruchstimmung teilzunehmen, dann war man dabei. Aber so sage ich mal, die anderen Menschen, die in Jena lebten, die hatten irgendwie das Gefühl, es verändert sich jetzt was. Und es könnte sein, wir sind nicht dabei und wir könnten zu spät kommen. In unserer Familie war es so, also wir haben ja also einfach in dieser Zeit ganz viele Freunde verloren, die einfach weggegangen sind. Und wir haben einfach gedacht, nee, wir wollen das nicht, wir bleiben hier. Also einfach so das war so also eine Ausreisewelle, die uns dann auch relativ, also in unserem Freundeskreis einsam gemacht hat. Und das, dann waren wir so, das war, ja, vielleicht war es auch ein bisschen, jedenfalls wir haben gesagt, nein, wir bleiben hier, wir machen das nicht. So. Was ich aber gesehen habe, dass der Druck in der Öffentlichkeit zugenommen hat zu Veränderungen, dass man das Thema der Wahlen aufgegriffen hatte, dass man sich dort den Mut genommen hat, anzuprangern, dass es Wahlfälschungen gibt, dass Bürgerrechtsbewegungen entstanden sind. Das hat eine Aufbruchstimmung erzeugt, wo ich gesagt habe, Mensch, hier musst du dich beteiligen, hier kannst du die Chance geben zu einer Veränderung. Wenn ich so zurückdenke, die ersten Wochen bis eigentlich zum 15. Oktober hing das meiste an Arbeit, also an Organisation und Kontakten knüpfen und so weiter. Das Kontakttelefon war in der ESG, gab ja auch das nur einmal, an den 10 Leuten, die das unterzeichnet haben und eben noch der Kreis, der die Fürbittandachten gemacht hat. Lass es insgesamt 15, 20 Leute gewesen sein. Und dann kam aber immer mehr dazu. Ja, und das musste ja alles irgendwie, das ist einfach eine Überforderung gewesen. Deswegen sind wir, es kommt natürlich auch noch dazu, also es war auch bei vielen dann so, gerade aus dem Kreis von der Fürbittandacht, so eine Unsicherheit, können wir das eigentlich wagen? So. Und als wir dann aber gemerkt haben, so jetzt haben wir, nach einer Woche, also die Zahlen sind ja exponentiell gewachsen. Ja. Am ersten Tag waren es 30, am nächsten Tag waren es 150 und dann waren es schon, was weiß ich, über 300, 400 in der Kirche und dann eine Woche später haben wir 2 Veranstaltungen hintereinander gemacht. Ja. Und da haben wir dann gesagt, so jetzt müssen wir. Es ist so, wenn man also dorthin gegangen ist, hat man sich eigentlich geoutet. Nicht? Es war, da gehörte Mut zu. Es gehörte schon fast Mut dazu. Ich glaube, ein Jahr vorher war der Bruder von Richard Weizsäcker mal da, schon dahin zu gehen, da gehörte Mut dazu. Und als dann gesprochen wurde und die Dinge auf den Tisch kamen, da ging es ja auch nicht um die DDR abzulösen, es ging darum, Verhältnisse zu schaffen, also demokratische Verhältnisse zu schaffen, wo auch wirkliche Parteien etwas gegen das sagen können, was der Einheitsbrei fabrizierte. Das war die Zielstellung. Und das fanden natürlich eigentlich alle gut, auch vielleicht mancher Genosse, weil er auch gemerkt hat, es ging nicht mehr. Ich muss auch ganz, ganz ehrlich gestehen, ich bin zu den Friedensgebeten gegangen in die Kirche. Ja? Die Friedensgebete, die damals waren, für die Inhaftierten oder für Leipzig oder für alles, im Zusammenhang auch mit dem Weltgeschehen, was wir vorhin schon besprochen hatten, bin ich zu den Friedensgebeten gegangen, bin durchaus danach von der Stadtkirche aus dann öfters mitgelaufen. Aber ich habe keine Demonstration mal so mitgemacht mit Hoch die Tassen und wir sind das Volk. Das war nicht meins. Meine Frau und ich immer dabei gewesen bei den Demonstrationen auf dem Platz der Kosmonauten, so hieß der damals, kann ich mich gut erinnern, der war voll gewesen bei einer Demonstration und die anschließende Demonstration durch die Stadt, da ging es dann in den Spitzweidenweg, wo die SED-Kreisleitung ihre Heimat hatte. Das Haus, das gibt es ja heute noch, das ist ein Ärztehaus heute. Ne? Damals war aber die SED-Kreisleitung. Und dann dieser Spitzweidenweg, wenn man reinging vom Spittelplatz aus und dann diese Massen, die dort waren. Und dann kamen die Rufe, ihr seid das Letzte. Das schallte in dieser Straße, wirklich, das war richtig ein Gänsehaut-Feeling da drin. Natürlich, ich wollte mich ja mit meinen Freunden treffen, also bin ich halt mitgegangen und habe das dann zu Hause erzählen müssen.
weil sie haben ja logischerweise gefragt, wo ich hingehe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe halt mit auf die Demonstration. Und meine Eltern waren überhaupt nicht begeistert, die hatten also Angst um mich. Sie wussten ja im Hintergrund, was da schwelt und wie gefährlich das sein kann unter Umständen. Ja, und dann bin ich da hingegangen, bin mitgelaufen und fand das eigentlich unheimlich toll, dieses Zusammenhaltsgefühl und seine Freunde da zu treffen und mit der Kerze über die Straße zu laufen. Das war schon skurril. Also dieses große Eisentor ging auf, was da war. Du bist da reingegangen und der Hof war voll. Da waren alle da. Ja, die standen teilweise in Spalier gelaufen, die Treppen hoch bis ins Schleizerzimmer. Das war voll. Da waren die ganzen Hauptamtlichen, die Offiziere und so. Und wir zwei an so einem Tisch in der Mitte denen gegenüber. Ja. Und dann haben wir mit denen diskutiert. Ich weiß nicht mehr, was in dem Gespräch alles gelaufen ist oder so. Also wir haben da jedenfalls vehement, haben dann auch denen ihre Argumente einfach abgebügelt, gesagt, das interessiert uns jetzt alles nicht. Wir sind jetzt hier als mündige Bürger und wollen unsere Geschichte haben, die sie hier sonst wie, so gebe ich es jetzt mit meinen Worten wieder, wie ich es jetzt sehe, die sie unrechtmäßig aufgezeichnet und haben und verwalten. Und wir wollen verhindern, dass das eben, weil das ist ein Teil unseres Lebens und so weiter. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, bei der Demo, ich glaube, das war das zweite, dritte Mal, wo wir immer noch vorne dann We Shall Overcome gesungen haben, mit gebrochenem Englisch. Und hinten kam dann immer schon der Spruch so vor, einig Recht und Vaterland. Also die, das waren die, die dann reisen wollten, die D-Mark wollten. Vorne, die waren dann immer, das waren ja die Intellektuellen, sage ich mal, in der Debatte Dritter Weg und alles, was so da einherging. Und die wurden weitestgehend einfach überspült. Also, ja, wir hatten ja einfach so gedacht, dass man, also dass praktisch diese ganzen parlamentarischen Gremien, also die ja so einfach die Volksvertreter eben wirklich gewählt sind und nicht irgendwie durch Scheinwahlen und so, dass es eben wirklich eine Parteienvielfalt gibt. Es gab ja damals auch unendliche Parteien, die aus dem Nichts gekommen sind und dass man einfach eine viel größere Vielfalt hat. Und dann haben wir natürlich gedacht, eine größere Ehrlichkeit und eine größere Gerechtigkeit. Also das im Prinzip, der Ansatz war ja, dass das, was immer so als Lippenbekenntnis überall oben drüber stand, wirklich einfach gemacht wird. Das ist total simpel und bestimmt absolut naiv, aber das ist jetzt wirklich nur sehr subjektiv, aber das dachte ich, das wäre jetzt wirklich einfach erstmal ein guter Anfang. Also ich selber, glaube ich, und auch so die Leute aus meinem Freundeskreis oder auch, sag mal, die der ersten Stunde zum Teil. Also zumindest in unserer Gruppe war eigentlich immer so der Anspruch, wir wollen unsere Dinge jetzt selbst in die Hand nehmen. Ja? Wir wollen selber bestimmen, was mit diesem Land hier wird. Wir haben das nicht als Bestandteil von ganz Deutschland gesehen oder so, sondern das war unser Land. Das hieß ja in der Verfassung auch immer so. Es war vieles in Schieflage einfach geraten. Damit meine ich jetzt für mich nicht ökonomische Dinge, sondern einfach auch viele so Gesellschaft, also dass der Staat sich viel zu sehr um Dinge gekümmert haben, die mich eigentlich persönlich selber betroffen hat, wo ich die Entscheidung eigentlich selber treffen wollte. Ne? Und da stand, glaube ich, für mich da dieser Freiheitsgedanken über allem. Also das lasse ich mir nicht vorschreiben. Ich hatte auch die Hoffnung, ein freieres Deutschland zu haben. Nicht ein einiges, das war damals noch gar nicht Thema, sondern einfach ein freieres Land, in dem man sagen konnte, was man wollte. Mir ging es gar nicht so um den Konsum oder um den Verdienst oder um Geld oder irgend sowas, sondern einfach um diese Freiheit, auch reisen zu können oder ja, sowas. Und das hat mich dann sehr hoffnungsfroh gestimmt, weil alle haben dann gesagt, naja, Sie wollen Chorleitung jetzt studieren, da können wir aber gar nicht garantieren, dass Sie mal einen Job kriegen. Und dann habe ich gesagt, das ist mir egal. Ich will das studieren, was ich denke, was ich am besten kann und was ich denke, was für mich richtig ist. Im Prinzip wollten wir ja nur die drei Themen, also für meine Begriffe die drei Themen Reisefreiheit, bessere Versorgung und
Wohnungsmangel. Das waren unsere drei Hauptthemen und ich gebe mir selber auch die Schuld, dass wir damals zu sehr geradeaus geguckt haben. Es ist ganz schwierig, ich habe da gar nicht die Zukunft gedacht. Ich habe wahrscheinlich, vermute ich mal im Nachhinein gedacht, jetzt kommt so die große heile Welt, wo alle Menschen glücklich sind und alles toll ist und alles möglich ist und die Menschen sind edel und hilfreich und gut und ja, es ist also so, ich glaube, konkrete Vorstellungen hatte ich an der Stelle überhaupt nicht. Es war nur so, jetzt kann alles schön werden, aber das alles schön, ich weiß nicht, das war schon wahrscheinlich sehr märchenverklärt bei mir, vermute ich mal. Ich weiß es nicht mehr so genau. Das ging ja wirklich mit den Autos los. Ich habe die Fahrerlaubnis dann 90 gemacht, noch vor der Währungsunion. Also ich konnte noch in DDR-Mark bezahlen. Und dann, ja, vorher hat man halt einen Trabi oder einen Lada gehabt und auf einmal stand dann eben ein Käfer oder ein Opel Kadett oder was, mit dem man dann mal fahren konnte. Das war natürlich, welcher Jugendliche mit 19 hatte sonst ein Auto zur Verfügung? Ne? Also und so ein Auto dann vor allen Dingen noch vorher. Das war ja 2-3 Jahre vorher undenkbar gewesen. Insofern, das war schon toll. Dieses einfach ins Reisebüro gehen, eine Reise buchen, irgendwo hinfahren. Ich glaube, mein Mann war nach meiner ersten Reisebuchung total geschockt. Ich wollte unbedingt mal auf eine Insel und ich weiß noch, ich hatte dann Rhodos gebucht und ja, als Student hatte man da nie so das Einkommen gehabt, aber ich wollte da so unbedingt hin und das konnte man sich dann eben erfüllen, diesen Traum. Klar, man muss es auch immer alles bezahlen. Ne? Das ist dann wenn man es nicht bezahlen kann, kann man sich auch die Träume nicht erfüllen. Aber das war so was Tolles, dann zum ersten Mal in einem Flieger sitzen und auf eine Insel fliegen. Einfach vorher unvorstellbar. Bezüglich auf die Wiedervereinigung. Das heißt, wir haben geglaubt, es kommt deutscher Militarismus, es kommt Großdeutschland, es kommt langfristig auch wieder Kriegsgefahr aus Deutschland. Und wir wollten da bremsen und wir wollten uns beteiligen an den Demonstrationen und sind mitgelaufen an den Demonstrationen, die sich gegen das MFS richteten und dessen Weiterleben und hatten eine Formel Widerstand im Großdeutschland als Plakat. Und ich kam ins Gespräch mit einem älteren Menschen. Und der sagte, zeig mal deine Hände. Und ich habe ihm meine Hände gezeigt. Und er sagt, siehst du hast doch dein Leben lang nicht gearbeitet. Du weißt überhaupt nicht, was DDR ist. Und innerlich musste ich dem in gewisser Weise Recht geben. Und ich glaube, die nächste Woche haben wir dann nicht mehr mitdemonstriert und gesagt, wir müssen jetzt erst mal nachdenken über uns und unsere Perspektive auf die Situation 89. Und das ist ja eigentlich eine schöne Sache, dass der große Teil dieser Befürchtungen unberechtigt war. Was mich dann persönlich etwas gestört hat, war diese schnelle Wende. Die schnelle Wende, dass es dann, dass im Laufe der Zeit nicht mehr selbst das eigene Land zu verändern, sondern sich einfach anzuschließen. Das fand ich peinlich und schade. Nicht die Kraft zu haben, zu sagen, wir wollen es alleine versuchen. Natürlich die ökonomischen Parameter sprachen dagegen. Es wäre nicht gelungen. Aber die Enttäuschung war zunächst mal da. Schnell sich anzuschließen, schnell das neue System haben zu wollen, nicht etwas Neues zu wagen, was vielleicht auch ganz Deutschland gut getan hätte. Letztlich waren ja das wenige Leute, relativ wenige Leute, die das mit unterstützt haben, dass das System damals gekippt ist. Das hat ja natürlich x Ursachen gehabt. Das waren nicht nur irgendwelche Opposition oder Regimegegner oder. Das war, denke ich, sehr komplexe Schichtung von verschiedenen Menschen und von politischen Interessen, alles was weiß ich. Und das, sagen wir so, in Zeiten, wo das noch nicht absehbar war, schon doch gewisse Risiken eingegangen sind. Und als dann klar war, dass es bei Demonstrationen oder irgendwelchen Aktivitäten keine Polizei mehr gibt oder dass es nicht passiert, dann sind auch die anderen alle rausgestürzt, die hinter der Gardine geblieben sind. Ja, und bei Zeiss? Auf einmal hatten die unsere Vorgesetzten keine Parteiabzeichen mehr dran und kamen an und erzählten uns, dass sie doch eigentlich gar nicht so schlimm waren, einige so. Ne? Und
es wurde alles aus dem Fenster geworfen, war es schon noch so, die ganzen Unterlagen und so, es wurde ausgemistet. Ne? Das ging ja dann weiter, also meine Kollegen waren dann mindestens Bausparvertreter oder Versicherungsvertreter auf einmal. Ja, nach einem Jahr hatten sie alle keine Freunde mehr, weil dann kam eben raus, dass auch nicht alles, also ihm ist nur das erzählt worden, was sie wissen sollten, um schnell einen Vertrag zu machen. Ja, also ich war gar nichts. Ich habe mir alles nur angehört. Ich wollte ja eigentlich, hatte mir gedacht, ich werde mal vielleicht so in die Schallplattenbranche einsteigen. Die ersten großen Demonstrationen, Jena mit 20.000 Leuten auf dem damaligen Platz der Kosmonauten, wo also dann auch die ersten gesagt haben, Leute, diese Zusammenführung Deutschland wird nicht so sein, dass alle Arbeitsplätze hier erhalten werden. Da begann zum ersten Mal dann so die Überlegung, dieser Prozess der Wiedervereinigung wird wahrscheinlich auch schmerzhafte Erlebnisse mit sich bringen. Also dann ist diese Euphorie der Wiedervereinigung des Mauerfalls doch sehr schnell gewichen. Und man hat begonnen, also insbesondere ich habe also begonnen, mich intensiv damit auseinanderzusetzen, was würde denn eigentlich die Zukunft bringen? Was kann das bedeuten? Wo kannst du dich einbringen? Und auch wenn wir heute wissen, diese soziale Sicherheit, dass jeder in die Schüssel reingreifen konnte, auch wenn er nichts zugeliefert hatte, war letztlich die wesentliche Ursache, dass der Staat pleite ging. Es gab kein Leistungsprinzip. Aber das habe ich auch zu DDR-Zeiten laut gesagt. Leute, ihr verletzt euer Grundgesetz. Jeder nach seinen Fähigkeiten, das funktioniert schon nicht. Wenn man nicht das Parteiabzeichen dran hat, wird man nicht. Und jeder nach seinen Leistungen, das kann man völlig vergessen. Und deswegen gab es also in dieser Zeit, trotz aller Euphorie, ich war euphorisch, ich bin auch ein Optimist, aber schon überlegen, was passiert denn? Was passiert denn, wenn, gut, ich weiß nicht, ob ich das im Februar, März geglaubt habe oder schon gesehen habe, aber spätestens als die Frage kam, jetzt kommt die Währung. Und in den Geschäften oder auf den Märkten ja teilweise Westartikel verkauft wurden, die Leute Unsummen dafür ausgegeben haben, um etwas zu kaufen, was schön bunt westlich aussah und gar nicht viel besser als das war, was es in der DDR gab. Was passiert denn, wenn wir jetzt die D-Mark haben, kaufen die doch nur Westprodukte? Was macht denn die LPG mit ihren Produkten? Also ich weiß noch, dass die Preise, ja, dann gab es einen Stichtag und ab da galten dann die neuen Preise. Und in der Woche vor diesem Stichtag kostete ja ein Herrenhaarschnitt eine Mark oder Rundschnitt 1,35. Und da hätten wir uns totarbeiten können, da hätten wir Tag und Nacht, also 24 Stunden, weil jeder noch einmal zu dem alten Preis kommen wollte, auch die Damen mit ihren Dauerwellen und Farben, obwohl das ja dann nach 4 Wochen wieder rausgewachsen ist. Und irgendwann muss man, aber die Kunden haben versucht zu sparen und nicht diese teuren Preise zu bezahlen. Natürlich wurden die Preise umgestellt, die Löhne wurden ja auch angepasst und die neuen Waren mussten ja auch zu neuen Preisen bezahlt werden. Und da war dann auch erstmal, war es sehr still im Laden, nachdem wir die neuen Preise hatten. Da war erstmal ein paar Tage Ruhe und es hat sich auch ein paar Wochen gebraucht, um dann sich wieder so einzupegeln. Mit der Währungsumstellung war es so, ich habe bis dahin in so einem Großhandel gearbeitet. Und zur Währungsumstellung war es dann so, dass dann auf einmal nicht mehr das Gehalt in DDR-Mark ausgezahlt wurde, sondern in D-Mark. Und da gab es auf einmal nur die Hälfte. Und das fand ich sehr ungerecht. Und da habe ich gesagt, nee, da höre ich jetzt auf, bei euch zu arbeiten. Und habe das auch gemacht, habe aufgehört. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Entschluss, finde ich, das einfach zu machen, dass man dann habe ich mich sozusagen in die Freiheit entlassen. Und habe dann eine relativ lange Zeit mein Leben gut genossen. Da sind die wilden Finanzberater in Anführungsstrichen unterwegs gewesen und haben natürlich da auch viele neu erworbenes Geld gebracht. Gell? Aber ich muss auch sagen, schon damals begann das, dass so die Dollarzeichen in den Augen, Renditeversprechen und so weiter,
für viele schon sehr ausschlaggebend war. Da wurden auch Renditen versprochen, die über den lagen, die eine Bank anbieten konnte. Damals waren ja die Zinssätze noch sehr hoch. Wir hatten 8-9% Geldanlagen, die haben wir ja schon, die haben wir ja nie wieder erreicht nach der Wende. Gell? Aber selbst das war nicht genug. Man ließ sich halt auf solche Leute ein und die wurden nie wieder gesehen. Wenn man weiß, wie jener konstruiert ist, damals, heute nicht mehr. Wir hatten damals eine kopflastige Industrie, so könnte man sagen. Also die optische Industrie, Zeiss, Schott, das Kombinat. Und wenn heute mal 1000 Leute von irgendwo entlassen würden, da sind das 1000 Schicksale. Aber wenn in Jena für 28.000 aus Zeiss und 4.000 aus Schott zu Ende ist, dann sind das unwahrscheinlich viele Schicksale. Und da muss man auch versuchen, Ruhe in der Stadt zu bewahren und nicht irgendwelche Versprechungen machen, die nicht haltbar sind. Und da gab es auch die Bemühungen, dass hier jemand tätig wird, der so eine gewisse Beruhigung auch erzeugen kann. Es war keiner von der SPD, es war der Lothar Späth von der CDU. Wir haben also bei uns fast überhaupt nicht die große Politik vertreten. Wir haben Jena vertreten, wir haben die Bevölkerung vertreten und es war uns egal, ob der jetzt von der FDP, von der SPD oder CDU war. Natürlich, einer von rechts draußen war nicht willkommen. Aber wir haben die Leute genutzt, nicht benutzt, sondern genutzt. Es war ja so eine Aufbruchstimmung da, die fand ja auf jeden Fall statt. Alle hatten natürlich sind arbeitslos geworden, waren aber tolle Fachleute. Dann haben sich die Wissenschaftler zusammengeschlossen und haben eine Firma gegründet. Ist ja auch wieder meistens in anderen Stücken zerfallen. Auch mal Erfahrung gesammelt, wie schnell dass selbst so ein Chef abgesägt wird in so einer Konstellation. Also ist ja einiges passiert in der Zeit, aber immer doch mit sehr viel Know-how. Also es wurde immer irgendwas gegründet mit viel Know-how und gemacht. Und es gab ja doch eine ganz große Aufbruchstimmung auf jeden Fall. Das Angebot, ABM zu machen, also Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, von denen Zeiss ja noch nie was gehört hatte. Das war was ganz Schlimmes. ABM ist wie arbeitslos. Das geht nur über zwei Jahre. Damals ging das noch über zwei Jahre. Plus man hat noch Bürogeld gekriegt, also für Arbeitsgeräte und so weiter. Wurde auch, sagen wir mal, sehr gut bezahlt. Das muss man einfach sagen, ne? Jetzt mal im Nachhinein. Aber war für einen Zeissianer, glaube ich, völlig undenkbar. Er geht jetzt in ABM, das ist sowas wie fast wie arbeitslos. Das geht überhaupt nicht. So, und das haben viele einfach abgelehnt, nicht gemacht. Also es ist bloß vom Denken her, für Zeissianer war so, wenn man einmal bei Zeiss ist, das war's. Bis zum Lebensende, Zeissianer. Wenn man flexibel ist, zieht man vielleicht auch nochmal in ein anderes Zimmer in den ganzen Jahren um, aber das war es dann auch schon. Ne? So ähnlich war das Denken. So, nun muss man sich vorstellen, dass bei diesen Klassifizierungen danach gemessen wird, wie lange man braucht, um einen Beruf oder eine Tätigkeit zu erlernen. Ein Bohrer bei uns, vor allen Dingen, wenn er schon 20 Jahre in einer Bohrerei gearbeitet hat, der hat teilweise Teile, Gehäuseteile bohren müssen. Da waren schon über 40 Arbeitsgänge dran. Ne? Die Teile waren hoch wertvoll. Wenn der das Loch falsch bohrte, das musste weggeschmissen werden, war ein erheblicher Verlust, so war der auch die Arbeit. Er war sowieso Facharbeiter, also mindestens 6. Und nach 25 Jahren war der sogar in der Lohngruppe 7. So. Jetzt kommt die hessische Tarifstruktur und sagt, bohren. Ich spanne Bohrer in eine Maschine und bohre geradeaus. Dafür muss ich eine Vorrichtung kriegen, wo ich das Loch nicht verkehrt bohren kann. Und diese Arbeit ist eine Anlerntätigkeit und gruppiert in der Lohngruppe 4. So. Und jetzt muss man hingehen und muss dem Kollegen sagen, du bist zwar ein Facharbeiter, Anerkannter in der Lohngruppe 7, du hast auch einen Facharbeiterabschluss, aber die Tätigkeit, die du machst, ist eine Lohngruppe 4. Du wirst um 3 Lohngruppen abgestuft. Der hat zwar sein Entgelt behalten, weil es damals eine Entgeltsicherung gibt, also so sogenannte Besitzstandssicherung. Da hätte nur nie wer irgendwelche Zuwendungen gekriegt, weil die abgeschmolzen. Aber alleine diese Aussage, du bist kein Facharbeiter mehr,
Ne? Du hast eine Anlerntätigkeit für jemanden, mit dem er selber groß geworden ist, dem er selber im Grunde genommen über 30 Berufsjahre gekannt hat. Das war also ein extrem schwieriger Prozess. Das ist ja nur ein Beispiel. Es gab ja viele solche Beispiele, wo man also zu Kollegen gehen musste, musste dem sagen, die Gruppierung, die du bisher hattest, entspricht heute einer Gruppierung, die ist zwei Gruppen, die niedriger. Ne? Und was mir, und da muss ich sagen, das ist mir sehr im Gedächtnis hängen geblieben, die schwerbehinderten Menschen, egal ob geistig oder körperlich behindert, waren in den normalen Arbeitsalltag mit eingegliedert. Es gab keine geschützten Werkstätten wie heute. Und ja, ein Mensch ist nicht weniger wert, nur weil er, ich sage mal, geistig nicht so auf der Höhe ist. Die haben eben, sind früh aufgestanden, wussten genau, mit dem Bus muss ich fahren und dann gehe ich zu Zeiss und dann kehre ich den Hof und dann fahre ich mit dem Bus wieder nach Hause und das war's. Und diesen Leuten, und das waren ja relativ viele, diese Abteilungshelfer und Hofkehrer und dann waren sie teilweise in der Küche, denen musste ich als junge Frau dann sagen, ab Montag brauchst du nicht mehr zu kommen, für dich gibt es keine Arbeit mehr. Das haben die nicht verstanden. Und der eine, da wollte mich dann immer drücken und hat dann gesagt, doch, und ich möchte wiederkommen. Und da habe ich teilweise, wenn die draußen waren, geweint, weil das hat mir so wehgetan. Und der eine, der war schon weit über 40 und hatte einen Vormund. Und das war die Tante, die war aber auch schon über die 70. Und die kam mit diesem Amtsdeutsch nicht zurecht. Und was sie jetzt ausfüllen musste für betreutes Wohnen. Und die musste jetzt auch Vorsorge treffen, wenn sie nicht mehr lange lebt. Was wird jetzt aus dem Neffen? Und brachte mir dann jedes Mal was mit. Und das habe ich heute noch. Ein paar rosa Topflappen mit hellblauem Rand. Ich bringe es nicht fertig, die wegzuwerfen, weil die alte Dame mir das aus Dankbarkeit geschenkt hat. Es wurde ja alles neu, das haben Sie ja auch erlebt. Dass nach jede Versicherung, jeder, alles, was es irgendwo gab, was, wo man einkauft, was man einkauft, wie man einkauft, ob es ums Auto ging, um irgendwelche anderen Dinge, das musste man ja alles erstmal klären. So, und dann war aber gleichzeitig, ging es ja auch fachlich rund. Dann wurden ja, also ich weiß gar nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich es, glaube ich, gar nicht aufgeschrieben habe, dann waren wir ja sicher fast jedes Wochenende zu irgendeiner Weiterbildung. Also weil eben einfach dann fachlich viel Neues auf uns zukam. Klar, alle diejenigen, die ihre Arbeit verloren haben, die langzeitarbeitslos geworden sind, die so ein gewisses Ziel auch in politischer Form gehabt haben, sagen so, das, was die Partei uns vorgegeben hat, erfüllt sich jetzt nicht mehr. Und ich war eigentlich in der Form eigentlich immer so ein bisschen offener Mensch, weil ich eben durch den Sport einen anderen Bezugspunkt hatte dort. Weil mit Mittelmaß ist dort im Sport keiner groß geworden. Wenn ich Mittelmaß an den Tag gelegt habe, dann hatte ich keine Chancen. Wenn ich versucht habe, mit meinen Leistungen, und wir sind ja am Ende in irgendeiner Form der Leistungsgesellschaft gelandet, nach vorne zu kommen, das kannten wir schon. Aber was am tollsten war eigentlich so, jetzt auch rückblickend bei manchen Stress jetzt, den man, also das, wie gesagt, das ist ja punktuell, eher nur, dass man dann sich auch erinnert an diese ersten zwei Jahre. 90 bis 92 war das ja halt wie Anarchie. Also das, da habe ich auch keinen Ausweis gehabt, keine Sozialversicherung, kein nichts. Also ich hätte verschwinden können, ohne dass mich jemand wiedergefunden hätte. Nee, wahrscheinlich, aber das, ja, da hat diese Bürokratie noch nicht so existiert. Also nur in Ansätzen und auch relativ unvollkommen. Und da hatte man auch diese ganzen Kontrollwahn, den gab es da so nicht. Da gab es natürlich dafür andere Auswüchse. Wenn eine Zeit nicht klar ist und man nicht irgendwo, also es gab ja keinen gesellschaftlichen Halt mehr. Also wir sind ja quasi eine Generation, wir sind erwachsen geworden. Also ich mit 16 aus dem Haus gefallen und war schlagartig zwangsweise erwachsen irgendwie. Es gab ja keinen Halt mehr. Also unsere Eltern konnten uns keinen Halt mehr geben, weil die waren ja selber in ihren Zeiten gefangen. Also wir waren plötzlich mit einem Schlag erwachsen in der Welt, für die wir nicht vorbereitet waren. Und naja, also wie gehe ich mit Freiheit um?
Also, so, also es war ja auch sozusagen, es gab ja nichts, was einen irgendwo eine Richtung hätte geben können. Und na, da sucht man sich gerne Gruppen, die einem halt geben. Also kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe mir meine Märchenwelt gesucht, andere haben sich halt ihre Gruppe gesucht, wo sie dann sozusagen quasi wieder eine Stärke hatten. Das war, kann ich am ehesten sozusagen aus der Zeit auch rausvollziehen, weil es lief nicht bei jedem so ideal wie bei mir. Manche waren dann wirklich auch mit Lehre mittendrin, Schluss oder dann nicht anerkannt, was sie gemacht haben. Und schulisch, ja, das wurde sehr schnell sehr anstrengend, sage ich mal. Also die Veränderungen waren für mich extrem anstrengend, weil wir sind ja dann in so eine Übergangsleistungsklasse gekommen damals. Wir waren ja die erste Generation, die gesamtdeutsches Abi gemacht hat. Und wir sind in sogenannte Leistungsklassen gekommen. Ich habe dann die Schule gewechselt und das war für mich anstrengend, weil die alles verändert haben. Das Ganze, also der Klassenverband wurde aufgelöst. Man hatte einen Wechsel zwischen den Stundeneinheiten sogar in unterschiedlichen Zusammensetzungen, in unterschiedlichen Klassenverbänden. Und das fand ich nicht schön. Na, ich glaube, dass alle ungeheuer neugierig waren. Neugierig und gespannt auf das, was ihnen über viele Jahrzehnte entgangen war. Ich meine, natürlich war es so, dass alle sich über das sogenannte Westfernsehen informieren konnten. Aber das ist ja nur ein Teil, ein Bruchteil der Kultur gewesen, die man wahrnehmen konnte. Die einen hatten vielleicht Glück, das ein oder andere also auch trotzdem wahrzunehmen, aber die meisten eben nicht. Und ich glaube, diese Neugier, die war ungebrochen. Das war aber auch, sag ich mal, das Unterpfand, um hier in Jena im kulturellen Bereich Erfolg zu haben. Ich habe mich auch im Nachhinein immer gefragt, was es nun wirklich gewesen ist, was so die ersten Jahre so besonders gemacht hat. Ich habe mir da so gedacht, das ist vielleicht einfach diese Form von extrem authentischem Theater gewesen. Also die Schauspieler, die damals da waren, das waren jetzt keine Schauspieler, die jetzt einfach nur sagen, ja okay, ich bin Schauspieler, sag mir, was ich jetzt machen soll. So, sondern die waren ja auch gleichzeitig, also die waren ja auch mit die Theaterhausgründer oder ein großer Teil von denen. Das heißt, die waren also in jeder Hinsicht immer zu engagiert an irgendwas. Die haben sich überall reingehangen, die haben den Spielplan mitbestimmt, die haben also was weiß ich, mitbestimmt, welche Regisseure genommen werden und haben natürlich auch gleichzeitig noch ihre privaten Interessen vertreten. Also es war also eine sehr, sehr anstrengende Zeit und bestimmt auch nicht immer, also die demokratischen Beschlüsse, die wir da getroffen haben, waren bestimmt nicht immer die besten, weil Demokratie ist ja auch manchmal auch, naja, schwierig. Mir war eigentlich, schien problematisch oder war unangenehm, dass die frühen 90er Jahre meines Erachtens keine Zeit waren, in der man ermutigt wurde, offen über seine Biografie und seine politischen Haltungen zu sprechen. Ich erinnere mich, als ich 1994 gefragt wurde, Oberbürgermeisterkandidat für die Grünen zu werden, habe ich gesagt, ich will das eigentlich nicht. Ich war Mitglied der SED und das wird den Grünen nur schaden. Ich habe immer ehrlich an meine Überzeugung geglaubt, aber natürlich ist eine bequeme politische Überzeugung in einem sozialistischen Land, in einer Einparteiendiktatur als Mitglied dieser Partei auch immer ein Leben mit einer gewissen korruptiven Komponente. Man macht sich ja Wege auf, indem man da mitspielt. Ich habe es am Ende trotzdem gemacht. Das war eine Zeit, wo sich niemand gedrängelt hat in politische Karrieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders als heute. War dann dieser Oberbürgermeisterkandidat. Und danach hatte ich ein Gespräch mit einem Journalisten aus Jena und er hat sozusagen ein Eingangsinterview gemacht. Und von diesen 90 Minuten haben wir vielleicht 50 Minuten über die SED gesprochen. Und er hat dann, und meine Mitgliedschaft und welche Zweifel ich da hatte, warum ich das gemacht habe, wie ich dort gekämpft habe, wie ich der Meinung war, dass man in der SED aus meiner Perspektive innerparteilichen Streit viel mehr Mut haben musste als für irgendwas, was nach 1990 passierte, wie auch immer. Und in dem Interview wurde dann ein Satz formuliert, Sie waren Mitglied der SED und von mir die Antwort wurde geschrieben, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und ich fühlte mich so
verfälscht. Denn das war genau das, was ich nicht ausdrücken wollte. Ich hätte mir nichts vorzuwerfen. Und ich sage auch aus meiner Sicht ehrlich, dass ich sehr, sehr lange gebraucht habe, um in der Bundesrepublik anzukommen. Und das verdanke ich aber vor allem westdeutschen Kollegen, die mir da auch wieder Türen geöffnet haben, gewissermaßen intellektuell, vom geistigen Horizont her, die für mich glaubwürdig waren in ihrer Persönlichkeit, die ihre liberalen Ideen gelebt haben. Und ich habe zu spät auch wahrhaben wollen, dass viele Sozialisten, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, in meiner Parteigruppe eben ganz anders gelebt als gedacht oder umgedreht haben, also eben nicht so glaubwürdig gewesen sind. Ich bin immer weniger, wie soll ich sagen, mit einem rigorosen Schuldbegriff zur Hand, sondern ich sehe natürlich, wo Verfehlungen auch entstehen und wie sie sich abspielen. Und manchmal entspringen sie auch einer bewussten Böswilligkeit. Das ist gar nicht zu leugnen. Aber es gibt dann wieder die ganz ambivalenten Gegebenheiten, die ein tieferes Nachdenken über das Wesen des Menschen selbst bedingen. Nicht? Die Staatssicherheit selbst hat ja mit dem Rollenbedürfnis des Menschen seine vielfache Binnenstruktur oder die Vielfalt, nicht nur die Doppelung seiner möglichen Binnenstruktur. Damit hat sie bewusst gearbeitet. Nicht? In einem Fall ist das ganz evident, ich habe das auch erwähnt, da haben sie versucht einzuschätzen, ist die so zu einem geteilten Rollenspiel in der Lage, hier die Alltagsrolle als Wissenschaftlerin und dort die IM-Rolle, völlig separiert, ja, sehr separiert und auch mit viel Böswilligkeit auf der einen Seite und mit viel Fleiß und Akribie auf der anderen Seite, was einem ganz unvereinbar eigentlich erscheinen möchte. Also in dieser Hinsicht, immer kam mir Goethe in den Sinn, der Baum steht hier gleich als Nachbar bei uns, Gingo Biloba, nicht, siehst du nicht an meinen Lidern oder fühlst du nicht an meinen Lidern, dass ich eins und doppelt bin. Also die Doppelung ist es aber nicht nur, sondern manchmal doch eine vielfache Spaltung der Persönlichkeiten, die sehr nahe liegt und unter diktatorischen Umständen natürlich in viel höherem Maße auch missbraucht werden kann, stimuliert werden kann und wenn eingetreten, dann missbraucht werden kann. Wobei ich das auch sagen muss, ich habe das auch nicht bereut, werde das auch nie verleugnen, dass ich quasi 40 Jahre lang im Osten gelebt habe. Das, wie manche sagen, das sind verlorene Jahre, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich bin ja da sozialisiert worden, ich bin ja da aufgewachsen, ich habe da ja auch gelebt und so. Ne? Also kann man ja nicht sagen, dass das sinnlos war. Ne? Ich meine, es musste ja nicht jeder in die Partei gehen oder musste ja nicht jeder. Man muss ist ja in die Stasi nicht gezwungen worden eigentlich. Es gab sicherlich Fälle, die anders gelaufen sind, aber a priori, wie gesagt, ich bin von Geburt an parteilos und musste nicht in die Partei gehen. Ich wusste ja, was mir da sozusagen an Nachteilen oder beziehungsweise was da von mir verlangt wurde. Ne? Das musste ich ja nicht. Ne? Habe ich auch nicht gemacht deshalb. Ne? Also man konnte das schon bewusst machen, wenn man sich so eingerichtet hat. Allerdings ist natürlich das Negative, dass man nicht reisen konnte. Das war für mich das Größte, das Schlimmste und nicht an die Musik sozusagen rangekommen ist, für die man sich eingesetzt hat. Also das war schon dramatisch, ne? Traumatisch auch zum Teil. Ne? So für mich ist so, das kann man jetzt wirklich nicht vergleichen, aber so vom Empfinden
ist es halt so, dass vor 89 habe ich mich rechtfertigen müssen für das, was ich mache. Und jetzt muss ich mich auch rechtfertigen. Von Leuten, die doch teilweise deutlich jünger sind, die dann irgendwie wissen wollen, wie viel Jugendarbeit in Prozent wir da nun machen, in welcher Form und ob das nur die oder die Vergütungsform hat und die uns dann wieder Geld abluchsen wollen, was Stadt uns zuschießt. Also Stadt gibt uns ja, unterstützt uns ja und es gibt dann andere Behörden, die das wieder abluchsen wollen. Man kann das nicht anders sagen. Also das Wort heißt doch abluchsen, trifft es am besten. Politisch hat mir mein Kopf gesagt, das war das Beste, was geschehen konnte, auch für mich. Denn hätte die DDR weiter existiert, wäre ich vermutlich irgendwann Professor geworden. Vermutlich. Aber ich hätte auch anderen Menschen getriezt, ihre Biografien verbogen. Und wenn es nur Studierende gewesen wären. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hatte ja von Karriereorientierung so gesprochen, dass ich da den politischen Seeempfängern ins Netz gegangen wäre. Das befürchte ich. Es ist jetzt ein Fantasiespiel, aber ich mache mir da keine Illusionen. Und das meine ich, wenn ich sage, mein Kopf sagt mir, es war eine, für mich auch eine Art eine Situation, in der eben unsichtbare Fesseln abfielen. Und ich eben auch jetzt eine zweite Chance bekam, ohne dass ich eigentlich etwas dafür getan hatte. Also für mich fällt sie positiv aus. Ich kann dazu noch anmerken, wir haben Fuchs ja Goldene Hochzeit gehabt und haben 25 Jahre Ehe in der DDR und 25 Jahre Ehe in der Bundesrepublik. Also es ist sicherlich... Wie immer im Leben, es gibt kein, wir haben noch kein Paradies, wo alles optimal ist, so wäre es vielleicht auch langweilig. Es gibt sicher überall verbesserungswürdige Dinge, aber ich würde also für mich und für meine Familie, kann ich da eigentlich sagen, kann ich es nur positiv sehen. Und dass wir das überhaupt erlebt haben, da tut mir die Generation meiner Eltern leid. Doch, meine Eltern sind beide lange gestorben. Die haben gerade mal noch immerhin eine Reise nach Venedig erlebt, so nach 89, und waren dann aber eben alt und krank. Und da haben wir es doch wunderbar. Ich sage immer, ich bin äußerst dankbar. Von dem großen Kuchen habe ich ein mittleres Stück abbekommen. Also nicht die ganze Torte, dann würde es mir ja wahnsinnig gut gehen. Aber ich bin dankbar, dass ich nicht nur 3 Krümel bekommen habe. Durch die tägliche Arbeit sehe ich, dass es viele Leute gibt, die durch nicht eigenes Verschulden irgendwie nie auf die Strümpfe gekommen sind, mehrere Umschulungen gemacht haben, liebenswerte Leute sind und von niemandem eine Chance bekommen haben. Da bin ich dankbar, dass, wie gesagt, auch dieser Kelch an mir vorbeigegangen ist, dass ich gesund geblieben bin, dass ich 3 gesunde Kinder habe. Deswegen haben die sich einfach, manche haben sich einfach zur Ruhe gesetzt. Und dann gab es einen großen Teil von Leuten, die gesagt haben, die so in nostalgischen Sachen geschwelgt haben. Naja, und wenige, die wirklich sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also so diese 3 Unterschiede würde ich so sehen. Ne? Ja, na klar, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Und ich denke, wir hatten vielleicht auch nur ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, wie so nichts wieder meine Lieblingsworte, nicht Fisch, nicht Fleisch zu sein. Ne? Mehr Zeit hatten wir ja eigentlich nicht. Dann war alles schon klar. Dass ein Gesellschaftsexperiment, das darauf angewiesen ist, Mauern um sich zu errichten, im 20. Jahrhundert gescheitert ist, sollte ja deutlich machen, dass ein Gesellschaftsexperiment dieser Art im 21. nur umso radikaler scheitern kann. Und ich finde, ich bin insofern, das klingt altmodisch, auch ein begeisterter Europäer und finde, dass diese Vielfalt und diese Freiheitsnormalität hier wunderbar. Aber wenn wir glauben, dass das hinter einer hohen Mauer blühen kann,
sollten wir uns bewusst sein, zu welchem Ende das mit der DDR geführt hat. Und ich denke, das sollte die Diskussion in den nächsten 10, 20 Jahren bestimmen. Vielleicht auch in einem öffentlichen Raum, einem großen Museum, einem großen Gesprächsangebot der Stadt Jena auf dem Eichplatz. Unser Horizont hat sich sehr erweitert in dieser Zeit. Wir haben ganz, ganz viele neue Leute kennengelernt, ganz viele neue Meinungen kennengelernt. Und das war einerseits war es so wie praktisch vor einem schweren Gewitter. Und andererseits war es auch wieder toll, einfach so, ja, so neuen Input zu haben. Mein Vater hat immer gesagt, diesen herrlichen Begriff, wir sind Westgeld asozial aufgewachsen. Das heißt, wir haben keinerlei Bekanntschaft, Verwandtschaft im Westen gehabt und demzufolge auch keinen Kontakt in der Hinsicht. Den Kontakt, den ich hatte, der war Samstagabend mit der Sportschau Bundesliga gucken. Man muss heute sagen, gut, wir haben das gemacht. Es ist immer unter der Überschrift gewesen, dass man etwas erreichen wollte für diese Klinik. Und ohne dieses wäre es eben nicht gegangen. Und da hat man eben auch Kompromisse machen müssen. Leben, das war unsere Devise, sag ich mal, da, wo man hingestellt ist und wo man einmal hingeboren ist und lebt, muss man dann eben sehen, dass man da das Beste draus macht. Wir hatten eine Hofnarrenfunktion. Wir durften im kleinen Kreis, das heißt, als Kabarettisten so vor 100, mal auch 200 Menschen, beim Karneval vielleicht noch bei 1000 oder 1500 Menschen, durchaus mal das eine oder andere Kritische sagen. Insofern war das dann doch eher eine Übernahme. Und all die, sag ich mal, die Ideen der demokratischen Bewegungen aus der DDR sind mehr oder weniger eigentlich verloren gegangen. Man kann nicht alles machen. Man muss aber, um auch ein Ziel zu haben, muss man sich schon für irgendetwas einsetzen. Aber man darf sich nicht verzetteln. Ich wohnte im Damenviertel und die Demonstration lief unten und ich duschte gerade meine Kinder, die mussten ins Bett. Und die riefen dann in der Dusche, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Die waren 4 Jahre. Und das fand ich irgendwie klasse. Früher war es so, dass der Weg im Prinzip vorgegeben war. Es war klar, ich komme in die Schule, eine andere Schule war nicht möglich. Es gab ja auch keine anderen Formen von Schule. Es war vielleicht die Farbe der Schule anders und die Lehrer, die unterrichtet haben, aber der Stoff war ja immer gleich gewesen. Das ist heute schon anders. Und unter Umständen, das frage ich mich halt heute oft, wäre ich wahrscheinlich einer der Kandidaten gewesen, der ausreist. Also ich hätte bestimmt die DDR irgendwann verlassen, weil für mich hätte es keine Perspektive gegeben. Die einen sind ganz schnell 3 Tage Paris gefahren, mit einem Tag hin und einem Tag Rückfahrt. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind zunächst mal durch Deutschland gefahren, und zwar von Nord nach Süd und haben uns von den Alpen bis hoch zur Nordsee alles angeschaut. Ne? Also das waren so unsere ersten Erlebnisse. Da stand halt so ein Bauwagen mit so einem Grenztypen drin. Und dann hat man halt an der Stelle dann seinen Grenzübergang gemacht. Das war irgendwie ganz eigenartig. Also das war schon so eine Welt, wo du gemerkt hast, ey, hier passiert irgendwas. Also das war irgendwie ganz eigenartig. Wurde hier natürlich auch mehr platt gemacht, als vielleicht notwendig gewesen wäre. Das ist aber natürlich jetzt im Nachgang auch leicht gesagt. Also ich meine, das ist, ob man es besser gemacht hätte, weiß ich nicht. Grundsätzlich war ich für die Einheit, das war alles in Ordnung. Wir waren 5 Frauen, die für ihre eigenen Männer die Kündigung schreiben mussten. Und wir durften sie nicht mit nach Hause nehmen, die mussten ja einschreiben mit Rückschein und so weiter. Das sind schon Sachen, wo man dachte, du großer Gott, also das sind Sachen, das vergisst man nicht. War schon toll, so dieses Gefühl, jetzt ist endlich diese beschissene Mauer weg und du kannst jetzt da hinfahren, weißt du? Und ich bin dann eben, erst 1990 bin ich dann mal in meiner ursprünglichen Heimat da unten über Coburg mal nach Hildburghausen gefahren. Das war schon auch nochmal eine komische Erfahrung, weil ich bin einfach durch unbekanntes Land gefahren. Ja. Ich meine, ich fahre bis heute in Osten in Urlaub, weil ich finde es einfach schön. Also es ist eher so diese Heimatverbundenheit, wäre vielleicht so ein nächster Begriff, der viele, und du findest im Osten auch sehr viele Ossis, die immer noch Urlaub machen.
Na, ich finde den Begriff übrigens so einen Begriff auch nicht abwertend oder so. Finde ich nicht schlimm. Die Alpen wirst du mal nie sehen. Und als es dann tatsächlich möglich war, bin ich natürlich in die Alpen gefahren, noch als Studentin mit einem Studienfreund, mit dem Zelt los, auf kein Geld in der Tasche und einfach getrennt bis nach Kärnten runter und wieder hoch. Und das war ein tolles Erlebnis. Das macht eben aus den Unterschied. Also das kannte man früher nun gar nicht, gell? Und jeder freute sich, wenn er das oder jenes günstig erwerben konnte, aber hat gar nicht gemerkt, wie er dabei auch übers Ohr gehauen wurde, gell? Das sind so Sachen, die man erst lernen musste. Ich weiß auch noch, wie irgendjemand mir dann zeigen wollte, wie es Rostbrötchen geht. Aber nicht nur einfach sagen am Tisch, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, sondern ich zeige erst mal, wie wir das hier in Thüringen machen oder wie wir das in Jena machen, ja? Und dann sind die mit in die Küche gekommen und haben mir das dann gezeigt. Ist auch witzig. Und da war noch eine Liste dabei, so mit Getränkeliste, Cateringliste. Ne? Was weiß ich, ich habe ja nie was von einer Cateringliste gehört. So was gab es einfach im Osten nicht. Ich habe die dem dann zurückgeschickt, also mit dem Hinweis, dass er mir wahrscheinlich den Einkaufszettel seiner Frau mitgeschickt hat. Und darüber können wir heute noch lachen. Ne? Die Politiker oder Hobbypolitiker, die das machen wollten, die waren alle total naiv, ich natürlich auch, alle möglichen Leute. Wie konnte man so naiv sein und das glauben, dass man da irgendwie eigenständig was machen könnte. Aber das war schon, sagen wir mal, schon eine Riesenenttäuschung, die auch bis jetzt nachwirkt. Also wenn ich die Zeit jetzt zurückdrehen könnte, ich würde es nicht wollen. Ich würde es nicht nochmal zurückdrehen wollen, trotz allem, was ich erlebt habe, trotz nochmal neuen Beruf lernen, umorientieren, Arbeitslosigkeit und was man so alles, ich bin froh, dass es so gekommen ist. Aber hobbymäßig kann ich zum Beispiel das ausleben, was ich damals nicht durfte und konnte. Ja, wie zum Beispiel Trabi-Club oder sonstige Sachen. Ja. Wenn du damals einen Fanclub gegründet hast, ne, da musstest du aufpassen, da haben sie schon wieder was gewittert, was denen nicht in Kram passt. Je weiter wir uns von 1990 entfernen, desto kritischer und dunkler wird mein Bild von der DDR. Obwohl das wiederum ist eigentlich nicht der Auffassung vieler Gleichaltriger entspricht, wo sich eher ein gegenteiliger Prozess vollzieht. Ich würde mal sagen, danach, also Jahre später, wo ich dann alles gelesen hatte, wo wir Bücher geschrieben haben und recherchiert haben, da kam erst, glaube ich, bei mir die richtigen Gefühle hoch und die Angst. Die Angst, die ich eigentlich damals hätte haben müssen. Da war mir klar, dass das alles ganz schön hart war. Aber ich denke, es behaupten manche zu viel, wenn sie sagen, ich habe das alles gewusst. Also ich habe es nicht gewusst, jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Ja, eigentlich nach wie vor dankbar und froh. Vielleicht ist das beides das Wesentliche daran. Und nach wie vor bleibt auch dieser Tag nun nicht unbedingt als Feiertag, aber der Zeitübergang als großes Geschehen, das bleibt für mein Leben das große leuchtende Ereignis.